Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht unser Autowunsch schon mal Twiff an und ihr habt euch den Nissan GT-R R35 gewünscht. Von dem haben wir ja mittlerweile ein paar mehr Modelle im Spiel. Die meisten haben sich das 2017er Modell gewünscht. Das hier allerdings ist offensichtlich das 2012er Black Series Modell. Und das hat auch einen Grund, denn die meisten, die sich für den 2017er ausgesprochen haben, wollten auch ein Breitbau-Kit im Tuning-Part des Autowunschformates sehen. Und das 2017er Modell hat allerdings kein Breitbau-Kit hier im Spiel, das 2012er aber schon. Und so habe ich einfach mal geguckt, okay, wer hat sich denn auch das 2012er Modell gewünscht? Und tatsächlich, da haben auch ganz, ganz viele gesagt, sie möchten das Breitbau-Kit sehen. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal beide Wünsche zusammengenommen. Und wir nehmen jetzt halt nicht das 2017er Modell, das können wir gerne vielleicht nochmal ein andermal anschauen oder so, wenn ihr wollt. Ich hätte es heute auch gerne ganz kurz angeschaut, denn ich hätte gerne beide, also das 2012er als auch das 2017er Modell, über die Teststrecke geschickt. Aber Teststreckenrunden sind gerade nicht möglich, denn mit dem neuesten Update gibt es ja diesen Schaltbug. Und es würde, ja, die Teststreckenrunde schon ein bisschen verfälschen, ja. Also auch selbst, wenn ich es perfekt hinbekomme mit diesem Doppelhochschalten, dann, ja, gehen trotzdem vielleicht ein paar, ja, Hundertstel oder so verloren. Und wäre nicht fair, ja, den anderen Fahrzeugen gegenüber oder vor allem dem GT-R gegenüber nicht. Deswegen bleibt es erstmal beim GT-R Nismo als einzige R35-Runde auf der Teststrecke. Das holen wir aber sicherlich mal nach, dass ich die beiden noch über die Teststrecke schicke. Aber ich laber jetzt ja gar nicht lange drum rum, sondern ja, heute keine Teststreckenrunde dafür, aber ein bisschen mehr Tuning-Part ist ja auch nicht schlecht. Und deswegen steigen wir da auch direkt mal ein. Wie gesagt, mit dem 2012er, auch wenn viele sich den 2017er gewünscht haben. Aber ich sehe jetzt einfach den Wunsch nach einem Breitbau-Kit höher als tatsächlich die Modellvariante. Und dementsprechend einfach mal rein da. Ja, das Fahrzeug ist schon vorgetuned. Hat einfach den Grund, bin ich letzte Woche in der Festival-Playlist gefahren, beziehungsweise habe ihn dort auch schon ein bisschen aufgebaut. Aber das soll jetzt nichts weiter zur Sache tun, denn wir machen hier eh eine Radikalkur, habe ich mir so gedacht. Also die meisten haben sich auch sehr viel Power gewünscht. Maximalaufbauten waren auch ein paar dabei. Ob es ein Maximalaufbau wird, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall ein Powerbild, habe ich mir so gedacht. Mal gucken, wie gut fahrbar ich es bekomme. Dass wir ein GT-R natürlich sehr performant hinbekommen, das, wie gesagt, habe ich, finde ich, eigentlich schon letzte Woche im Playlist-Stream gezeigt. Deswegen heute mal ein bisschen ganz vulgär gesagt, auf die Fresse hauen. So, Liberty Walk kommt drauf und wir gehen da vielleicht auch gleich hier hin und machen dann auch entsprechend den Liberty Walk Flügel hinten mit dazu, der nicht einstellbar ist. Ist das Kit auch nicht einstellbar? Das muss ich jetzt gerade mal überprüfen, weil das interessiert mich jetzt schon so ein bisschen, weil wenn das Liberty Walk Kit vorne Aero hat, hinten nicht, dann wird das schon wieder ein ganz schwieriges Unterfangen. Lass mich da kurz gucken. Nee, okay, es hat generell keine Aero. Schade, ja. Würde natürlich das ganze Unterfangen ein bisschen einfacher machen, wenn wir ein bisschen Aero noch als Unterstützung hätten. Aber ja, wir probieren es mal. Ja, Semislicks sind schon drauf. Reifen können wir jetzt natürlich durchs Bodykit ein bisschen breitere draufschnallen. Bei so breit ist es auch nicht. Also 355er Schlappen oder so hätte ich mir irgendwie schon gewünscht. Aber naja, so ist es jetzt halt. So, Felgen, gute Frage. Nächste Frage. Ich hätte irgendwie Bock tatsächlich auf so, ja, so 5-6 Sternfelgen irgendwie, so in dem Style. Haben wir vielleicht sogar hier bei den Mehrteilern was, was da irgendwie ganz cool wäre. Schwierig, ne? Mal gucken. Rotiform hat natürlich immer ein bisschen was im Angebot. Sowas fände ich eigentlich ganz cool irgendwo. In die Richtung vielleicht. Ja, Felgen ist immer so eine Sache. Ja, da finde ich, da muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ach, die fände ich eigentlich cool. Vielleicht warten wir mit den Felgen mal noch ab und gucken dann gleich nach einem Design, weil Design wurde sich auch gewünscht, eins, das Shepard. Und dann können wir vielleicht vom Design auch abhängig machen, was für Felgen wir verwenden. Ja, Getriebe, würde ich sagen, da machen wir mal einen 7-Gang rein. Wir machen Diff natürlich mit rein. Das müsste alles schon montiert sein. Da sparen wir uns ein bisschen die Arbeit, so ist es. Würde sagen, in dem Fall machen wir auch einen Überrollkäfig mit dazu. Und Gewichtsreduktion machen wir auch auf jeden Fall volle Kanüle. Und jetzt leistungstechnisch, das wird jetzt das spannende Thema sein. Wie gesagt, Maximalaufbau sehe ich jetzt eher nicht, aber Powerbuild, das heißt so unter 800 PS geht schon mal gar nichts, hätte ich jetzt gesagt.
Also schauen wir mal, was wir aus dem VR38 DETT-Motor so rauskitzeln können. Ich glaube, den Turbolader können wir natürlich richtig viel rauskitzeln. Wo, aber wollen wir jetzt wirklich Anti-Lag in einem GTR haben? Ja, wollen wir. So. So, Nockenwelle noch. Ja, komm, 1000 PS, warum nicht, oder? 1000 PS GTR. Können wir auf jeden Fall machen. Das ist schon montiert. Das ist auch schon montiert. Wenn wir da überhaupt hinkommen. Ich dachte, das kriegen wir easy peasy hin. Gar nicht so einfach. Das haben wir schon drin, ne? Das kontrolliere ich nochmal, ja. Also, klar, Hubraum könnte ich jetzt vergrößern, aber eigentlich will man den nicht größer machen, oder? Wollen wir? Na gut, wir wollen halt ein ziemlich verrücktes Fahrzeug haben. Das Ding ist, ich würde ungern, klar, in der Realität, Turbolader oder Upgrade-Lader ohne Ladeluftkühler neuen macht keinen Sinn, aber in dem Fall würdest du das Fahrzeug halt nur extrem schwerer machen. Deswegen verzichte ich da eigentlich gerne auf diese Einbauteile. Das Ding ist allerdings, wenn ich die einbaue, komme ich trotzdem nicht auf 1000 PS. Ah, schwierig. Okay, nee, dann machen wir Hubraum, vergrößern wir nicht. Dann notgedrungen gehen wir doch damit. Und dann kommen wir aber auf jeden Fall auf über 1000 PS. Und das ist doch auch nicht schlecht. So, wir nehmen mal nur die Sportschwungscheibe. Und ich sehe auch schon, Handlingwert ist richtig bodenlos. Das Ding wird überhaupt nicht um die Kurven gehen. Das sage ich euch jetzt schon mal. Aber ey, warum nicht? Also es ist fast ein Maximalaufbau. Nicht ganz, aber auf jeden Fall ein extremer Powerbuild. Mal gucken, was wir, wie gesagt, fahrperformance-technisch hinbekommen. Es wäre halt geil, wenn das Bodykit so gewisse Aero mit sich bringen würde. Ich glaube, das würde schon extrem helfen. Aber naja, so ist es jetzt halt. Gucken wir mal nach neuen Designs, was wir da so Schönes haben, was auch so ein bisschen zum Liberty Walk passt. Ach, sowas fände ich eigentlich auch wieder cool. Gauntlet mal wieder. Bester Mann. Ich suche aber einfach mal nach Liberty, würde ich sagen. So, aktuelles für Auto, Beschreibung. Und dann gucken wir mal, was es da so für Designs gibt, die auch so ein bisschen dazu passen. Ach, sowas ist eigentlich auch cool, finde ich. Das ist auch cool mit dem... Der Blauton finde ich eigentlich ganz nice. So auf den ersten Blick. Gucken wir kurz mal. Das ist mehr so dieses klassische. Finde ich auch cool, ne? So, also hat auch was tatsächlich. Ich glaube, das nehme ich sogar. Finde ich geil mit den blauen Felgen und so. Ein bisschen dem Nismo R34-Style ist das doch so ein bisschen. Machen wir einfach mal. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Nicht cool. Also ist wohl auch ein offizielles Design. Ich kenne das jetzt nicht. Mainz, Motor, was stand da? Motor, Sports, okay. Also, na, kenne mich ja nicht überall aus. Aber das Grunddesign ist natürlich klar dem Nismo R34 so ein bisschen angelehnt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Lassen wir einfach mal so. Und ja, Felgen gucken wir jetzt mal. Ob wir da irgendwie was haben, was da auch ganz cool aussieht. Ich meine, ihr müsst jetzt im Prinzip eigentlich ja nur gucken, was der Originale hat. Ich google das mal gerade parallel. R35. Bilder. Okay, der hat auf jeden Fall kein Bodykit dran. soweit ich das jetzt sehe. Also er hat den ganz normal gelassen. Und verschiedene Folierungen, Felgen. Ja, schwierig. Ich glaube, da machen wir einfach unseren eigenen Style. Also er hat zum Teil wirklich Serie einfach alles. Deswegen, ja, nee. Wir gucken mal. Aber so Mehrteiler fände ich eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie das mit dem Blauton auch ganz gut matcht. Gerade nochmal, da unten waren ja nochmal ein paar coole. Fände ich eigentlich auch nicht schlecht. Die Roja-Felgen oder Roja. So mit dem Blauton jetzt. Würde ich sagen, können wir das eigentlich machen. Ich mache die jetzt einmal. Da gibt es wahrscheinlich ja noch geilere Felgen.
Ihr schreibt schon wieder in die Kommentare, nein, nimm die! Die sind natürlich auch nice. Die sind natürlich auch nice. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich mal die... Und gerade eben. Irgendwie hat es was. Let's go! Fangröße lassen wir mal. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich's fährt. An der Power wird es auf jeden Fall nicht scheitern. Das ist schon mal klar. Ja, und da haben wir den Rückwärtsgang drin. Danke dafür, für diesen fulminanten Patch. So. Die Entwickler wissen aber, soweit ich jetzt mitbekommen habe, schon Bescheid. Hoffen wir mal, dass der Hotfix kommt. Vielleicht ist auch schon einer gekommen, wenn die Folge erscheint. Das weiß ich natürlich nicht. Oh Gott, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also Powerhammer. Und Ballern haben wir auch, aber... Oje, das geht halt gar nicht um die Kurven. Oje, 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 oje. Oje, oje, oje. Okay, aufgepasst. Was machen wir da? Also, ich würde sagen, wir können dem ruhig ein bisschen längeres Getriebe geben. Ah, fährt einfach mal über 400. Let's go. Okay. Ich glaube, viel mehr geht jetzt aber nicht mehr. Nee. Okay. Das haben wir ja alles schon grundlegend eingestellt gehabt. Mit dem vorherigen Tuning. Aber ich glaube, wir geben ihm mal einen deutlich weicheren Frontstabi. Kann natürlich passieren, dass er mir hinten ein bisschen wegrutscht, aber werden wir dann gleich sehen. Wir sind ein bisschen leichter geworden, deswegen passt das eigentlich schon. Wobei, so viel Sperre will ich ihm gar nicht geben. Schauen wir mal. Ja, das ist halt brutal. Also der will halt gar nicht... Okay, pass mal auf. Ich glaube, wir müssen mit Rake arbeiten. Es geht nicht anders. Also vorne absenken. Jetzt kriegen wir das Fahrzeug gar nicht um die Ecken. Ja, aber das ist so ein klassisches Beispiel, warum ich eigentlich solche GTRs im Real Life... So wie auch im Spiel nicht mag, diese Power-Builds. Weil die zwar Power haben, aber vor Power kaum, ja, um die Ecken kommen. Beim Bodybuilder würde man jetzt sagen, vor Muskeln kaum laufen können. Und so ähnlich ist es hier auch. Also, jetzt gucken wir mal. Muss halt ein bisschen damit spielen. Ein bisschen halt, man muss halt klar Tempo rausnehmen. Ordentlich Tempo rausnehmen. Wenn man um die Kurven will. Aber ich würde ungern tatsächlich ihm noch mehr ein anderes Stabi-Verhältnis geben, weil das Problem ist, die Hinterachse ist schon sehr, 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 sehr an der Überlastungsgrenze, nennen wir es mal so. Aber hey, wir wollten Powerbuild machen, dann machen wir das auch. Deswegen nicht meckern, sondern das Beste jetzt rausholen aus der Kiste. Okay, hinten können wir auf jeden Fall Radsturz einen Klick mehr machen. Vorne weiß ich es tatsächlich noch nicht. Bin ich aber auch geneigt, vielleicht sogar den Sturz etwas zu erhöhen. Okay. Auf Posse machen wir mal. Also, vorne ein Klick mehr, hinten ein Klick mehr. Ja, ich würde tatsächlich vorne doch wieder ein bisschen Stabi dazu eher geben, um es zu stabilisieren. Federrate ist eine gute Frage. Würde ich versuchen, ihm ein bisschen härtere Federn zu geben, auch wenn wir nicht unbedingt den Anbrissdruck oder so haben, als dass die Federn hart arbeiten müssen, aber ich glaube auch einfach aufgrund der höheren Geschwindigkeiten und so weiter passt es schon, da können wir hier auch vielleicht ein bisschen hochgehen, na, nicht so viel. Können wir auch hier mal versuchen. Ja, und vom Rake her würde ich es fast schon nochmal einen Klick versuchen.
Dann schauen wir mal, wie er fährt. Ja, so fährt er zumindest mal sehr stabil. Man muss aber halt wissen, man muss richtig viel Tempo. Ja, kommt halt. Er will halt einfach nicht um die Kurve fahren. Man muss halt richtig viel Tempo rausnehmen. Okay, was wir halt natürlich versuchen könnten, ist ihm ein sehr, sehr, sehr geringes Diff hinten zu geben. Mal gucken, wie er drauf reagiert. Hier eine Mehrsperre. Und ihm vielleicht auch ein bisschen mehr hier drauf. Und hier würde ich ihm mal versuchen, ein bisschen mehr. Aber er bremst es eigentlich ganz gut weg. So, jetzt haben wir halt den Effekt, dass es sich so ein bisschen in die Kurve reindreht. Aber wenn man das ein bisschen handeln kann, dann kann man damit halt zumindest mal das Fahrzeug um die Ecken bekommen. Ja, ist halt wahnsinnig, wie der über die Vorderachse halt schiebt. Aber wie gesagt, das liegt auch am Aufbau. Aber ich glaube, damit kann man trotzdem was reißen. Wie gesagt, man muss halt einfach Geschwindigkeit wegnehmen. Wie gesagt, das Bodykit, wenn das Aero erzeugen würde, manche Bodykits machen das, dann wäre das eine ganz, 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 ganz andere Nummer. Weil dann ist ja auch so, je schneller wir werden, desto mehr Anpressdruck wird erzeugt. Und das würde dann echt viel helfen. Okay. Folgende Idee beim Tuning, wie immer bei den TÜV-Ausgaben, soll natürlich Tuning auch ein bisschen einen großen Part einnehmen. Ich würde tatsächlich ihm das hier wieder ändern, einfach durch den mehr Nachlauf sollte das eigentlich passen. Ich würde tatsächlich doch nochmal wieder das mit dem weicheren Stabi vorne probieren. Und dann den Rake wieder ein bisschen entschärfen. So, gucken wir mal. Ob das nicht besser ist. Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr kraftvolles Paket. Ja, aber ich glaube, so ist es okay. Also so ist es echt noch am fahrbarsten, nenne ich es jetzt mal. Was haben wir mal hier das vorne, das Straßenszenenrennen machen. Mal gucken, wie wir damit so abschließen können. Ich meine, wir haben immerhin den Vorteil, überall, wo es um Beschleunigung geht und Topspeed, da sind wir jetzt sehr, sehr, sehr gut dabei. Weil einfach durch ein Allrad kriegen wir natürlich das schon sehr ordentlich nach vorne geschoben. Und das ist ja auch was wert. Auch wenn ich mir das jetzt trotzdem richtig schwierig vorstelle, wenn ich sehe, was da für Konkurrenz mitfährt. Alles richtige Rennwagen eigentlich. Ja, durch diesen Schaltback können wir unseren Beschleunigungsvorteil nicht mal richtig ausnutzen. So, ich darf mich jetzt eigentlich nicht von denen orientieren oder ablenken lassen. Dass die da schneller um die Ecke gehen können, ist klar. Aber so vom Optischen her gefällt er mir richtig gut. So darf er. Ja gut, das Gute ist halt, dass die drei Bataare sich kurvengeschwindigkeitstechnisch so ein bisschen an unserem Fahrzeug anpassen. Dadurch schleichen die jetzt auch durch die Kurven. Ja, aber solche Aufbauten, also nicht falsch verstehen, solche Aufbauten muss es auch mal hier geben, wieder auf dem Kanal. Und wenn ihr euch das wünscht, dann will ich mich gar nicht dagegen streuen. Ich weiß, es liegt nicht in meinem Naturell, sowas eigentlich aufzubauen. Aber gerade deswegen ist es ja eigentlich auch cool, das mal wieder zu machen. Und ich denke mal, auch interessant zu sehen, wie man sowas angeht, wie man trotzdem versuchen kann, solche Dinge irgendwie trotzdem irgendwo fahrbar zu bekommen. Aber eins muss klar sein, ich sag das ja auch immer wieder, ja, Tunings oder Feintuning ist wie, wenn man einen Diamant schleift.
Also wenn man einen Rohdiamant hat und den schleift, dann kann man durchs Feintuning einen geilen Schliff rausholen. Aber wenn natürlich das Rohmaterial einfach nur ein Stück Kohle ist, dann kannst du schleifen, wie du willst. Am Ende kommt trotzdem nur ein Stück Kohle raus. Auch wenn es dann ein geschliffenes Stück Kohle ist. Aber deswegen... Feintuning ist so nur der letzte Schliff. Aber der kann dann trotzdem nochmal einen Unterschied machen. Aber am Ende des Tages kommt es halt natürlich auch auf den Fahrer an. Wie kommt man damit klar? Man muss halt wissen, wenn man so ein Ding fährt. Ich habe in erster Linie ein Fahrzeug, was gerade ausschießt. Kanonenkugel habe ich das ja gerne als auf dem Kanal genannt. Ja, wie gesagt, wir haben ein leicht hänselndes Heck, ist okay. Das muss man natürlich halt wissen. Aber es ist nie eigentlich die Gefahr, dass dir das Fahrzeug wegrutscht. Feuerwerk ist auf jeden Fall am Start. Ja, ich hoffe, alle, die sich den GTR, egal ob es 2017 oder 2012er Modell gewünscht haben mit dem Breitbau-Kit, dass ihr so euch ungefähr das vorgestellt habt, weil, wie gesagt, mit viel Power war auch einfach immer die Rede davon. Und ich glaube, Power haben wir mehr als genug. Wie gesagt, 800 PS wäre dann natürlich schon wieder angenehmer, habe ich ja gesagt, so 800 PS wäre so das Mindeste, aber natürlich 1000 PS verkauft sich halt auf jeder Tuning-Show einfach besser, wobei 1000 PS GTR 35 natürlich heutzutage auch nichts Besonderes mehr ist. Das ist klar, aber trotzdem. So, wir machen trotzdem jetzt mal einen Top-Speed-Run, weil es mich einfach interessiert, wie lange braucht er denn hier auf die 400 und mehr, die er ja laut Telemetrie angeblich erreichen soll. Er schafft es, glaube ich, nicht ganz so schnell wie ein Chiron, aber er schafft es. Und auch darüber hinaus. Ja, aber ich glaube... sind wir gerade geghostet oder die geghostet, was er macht. Komm, 4.30 muss doch drin sein. Ey, Geisterfahrer. Sind hier nicht in England. 4.30 will er nicht. Wobei, jetzt geht es ein bisschen bergab. Ja, 4.30. Ganz kurz hatten wir es. Da haben wir es. Wie ist es denn eigentlich mit dem Ladedruck? 2,21 Bar. Okay, kann man machen. Alter, Maschinengewehr. Richtiges Maschinengewehr. Alles klar. So, ich wollte jetzt noch ganz kurz eine Sache ändern tatsächlich. Mir ist sie nur gerade wieder entfallen. Ah ja, genau. Ich glaube, ich würde tatsächlich doch nochmal versuchen, weniger Druckstufe zu fahren. Sehr gut. Ja, machen wir mal hier diesen Sprint nochmal. Der ja sehr kurvenreich ist, aber auch da muss er sich jetzt stellen. Da kenne ich nichts. Ja, sieht schon ganz gut aus. Auch wenn persönlich das Bodykit nicht unbedingt das Geilste ist, aber wir haben halt einfach keine anderes zur Auswahl. Aber jetzt rein optisch gesehen würde ich jetzt zum Beispiel einfach den Nismo so einem Aufbau vorziehen. Aber das ist persönlicher Geschmack. Und da will ich niemandem was vorschreiben. Sondern jeder, wie er mag. So, jetzt gucken wir mal. Ui. Das war knapp. Ja, heute Nachmittag endet die Serie 19 und Serie 20 beginnt. Da gibt es ja auch wieder fantastische Fahrzeuge zu gewinnen. Freue ich mich schon richtig drauf. Gerne auch heute Nachmittag im Livestream einschalten. Und wieder bei mir auf Twitch. Würde ich mich freuen, wenn du da mit dabei bist. Dann holen wir uns direkt
den Huracan SCO ab. Habe ich richtig Böckes drauf. Und da werden wir natürlich auch erstmal 1000 PS einbauen. Nein, machen wir natürlich nicht. Oh, wer weiß. Schauen wir mal. Ja, wenn man sich so vom Mindset, also es ist super wichtig, wenn man sich vom Mindset ein bisschen drauf einstellt, dass man halt entsprechend in den Kurven jetzt nicht einen McLaren Senna, sage ich jetzt einfach mal, fährt, dann ist es schon voll okay. Und dann aber wieder auch im Mindset wissen, ich habe Power ohne Ende und ich habe vor allem Grip. Also, ne, das ist da. Es ist ja nicht so, ich stempel ja nicht drauf und die Leistung verpufft. Das gibt es ja auch manchmal bei Aufbauten, wo ich dann sagen muss, okay, da ist dann die Leistung wirklich unnütz, weil du kriegst die Leistung halt nie auf den Asphalt. Hier kriegst du ja die Leistung auf den Asphalt. Das Verhältnis ist einfach nur nicht da zwischen Bremskraft und entsprechend Kurvengeschwindigkeit. Aber eben diese Power, diese rohe Gewalt, kann man auf jeden Fall zu seinem Vorteil ausnutzen. Da kommt es dann einfach nur auf den Fahrer an, wie gut er das kann. Und ansonsten, alle Konkurrenten hinter uns werden sowieso abgeschossen. Das ballert halt richtig raus. Aber ich finde, bei so einer Tuning-Kiste finde ich das mit dem Anti-Lag eigentlich geil. Da darf es gerne mal so richtig schön Fehlzündungen raushauen. Vom technischen Nutzen würde ich jetzt behaupten, bräuchten wir das Anti-Lag nicht. Aber es ist halt einfach geil. Deswegen haben wir es. So, ich würde sagen, ein Rennen machen wir noch. Dann ist die Rennen-Action heute auch nicht zu kurz gekommen. Wie immer bei einer Twi-Folge soll ja Tuning als auch Rennen-Action auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Aber natürlich im Vordergrund soll natürlich immer das gewünschte Fahrzeug und natürlich auch euer Wunsch-Tuning im Allgemeinen stehen. Und ich würde behaupten, ich bin der Sache ganz gut nachgekommen. Ich habe das Beste aus diesen Wünschen gemacht. Und jetzt gucken wir mal. Wir können ja noch einen Rundkurs vielleicht fahren. Einer, der vielleicht ein bisschen schneller ist. Nein, den fahren wir jetzt heute nicht. Den haben wir in der gestrigen Folge schon genug gemacht. Vielleicht. Ja, komm, können aber den ums Stadion vielleicht machen. Wobei, der ist. Wobei, da ist die Konkurrenz ja richtig stark. Also da, wenn wir es da schaffen zu gewinnen, dann gut. Es gibt zwei Rundkurse, würde ich jetzt behaupten, wo die drei Vatare richtig stark sind. Einen noch, wo sie so auch schon etwas stärker ist, also um da konkret zu werden. Der Rundkurs hier, finde ich, sind so die vorderen 1, 2, 3 Vatare richtig stark. Dann drüben hier, bei dem Rundkurs, wo jetzt halt ein Event-Lab ist, aber da sind die 3 Vatare öfters mal richtig stark. Und dann auch, finde ich, auch nicht zu unterschätzen, hier der Rundkurs bei Playa Azul. Da finde ich sie auch jetzt schon etwas stärker. Zumindest mal die vorderen, ja? Aber das kennen wir ja alle schon. Wobei, das Phänomen haben ja auch viele ja schon immer wieder mal in die Kommentare geschrieben. Und das ist wirklich so, wenn dir ein Drei-Vatar irgendwie davonfährt, dann startest du das Rennen einfach neu. Und dann kann sein, dass das beim nächsten Rennen nicht mehr ist. Also das kann von Rennen zu Rennen tatsächlich auch variieren. Deswegen nicht verzagen, sondern den Neustart wagen. Dieses Doppel-Hochschalten. Nervig! Kann natürlich sein, wenn das nicht gefixt wird, dass es dann auch erstmal keine Testringrunde mit dem STO gibt. Aber das wird dann alles auf jeden Fall nachgeholt. Das ist doch klar. Ja. Das Lustige ist halt, dass die drei Vatare sich da immer so ein bisschen anpassen und unser Fahrzeug dementsprechend jetzt auch diese langsame Kurvengeschwindigkeit haben. Weil die könnten alle schneller. Wobei, langsam ist es ja nicht. Es ist, wie gesagt, nur das Verhältnis, was so verrückt ist. Und das finde ich auch bei Königsegg immer so heftig. Die Königsegg, das sind ultra krasse Grip- und Kurvenräuber. Aber die haben halt im Verhältnis so eine krasse Beschleunigung und Topspeed, dass das andere dagegen halt schlecht wirkt. Ja, so ein bisschen tänzelnd auf den Achsen, ein bisschen eindrehend, aber genau das wollte ich ja auch. Dass wir das Ding halt irgendwie um die Ecke bekommen. Uiuiui. Ja, das an dieser Stelle auch nochmal gesagt, weil es doch öfters mal untergeht.
Wenn du einen Autowunsch hast, bitte in die Videobeschreibung klicken. Da gibt es das entsprechende TWIF-Formular. Steht ja für du wünschst, ich fahre. Nicht in die Kommentare schreiben. Das wird eiskalt ignoriert. Weil ich kann nicht aufgrund der Kommentare irgendwie da fair Autowünsche irgendwie umsetzen. Deswegen, wenn du einen Autowunsch hast, gerne das Formular nutzen. Sind auch alle Fahrzeuge drin, außer jetzt der kommenden Serie 20. Die sind noch nicht eingepflegt, aber die werden bestimmt auch demnächst eingepflegt werden. Allerdings gucke ich mir die neuen Fahrzeuge der Serie 20 ja so oder so an. Also dem her ist das jetzt, glaube ich, nicht weiter schlimm. Aber einschließlich der ja noch aktuellen Serie 19 sind alle Fahrzeuge im Formular enthalten. Ja, wir schaffen es einfach nicht. Also wir sind schon schneller, würde ich behaupten, als über die vorderen, aber jetzt da wirklich so nach vorne zu kommen, eher unwahrscheinlich. So, nochmal eine Runde mehr vielleicht. Problem ist, dass die Überholmöglichkeiten hier echt schwierig sind. Also wir kommen da ran. Also eine Runde mehr, glaube ich, dann hätten wir den bekommen. Wir sind auf jeden Fall schneller. Aber sei es drum. Hat aber Spaß gemacht, ne? Also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen negativ rübergekommen ist, das sollte so gar nicht gemeint sein. Ich wollte es nur so ein bisschen einsortieren, die ganze Geschichte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, einfach mal so dieses andere Konzept aufzubauen. Und bei einem R35 macht es ja auch oft Sinn, weil halt R35 aufgebaut werden in der Regel immer mit Leistung, Leistung und nochmals mehr Leistung. Und ich würde sagen, mit unserem 1000 PS GTR sind wir jetzt natürlich nicht an der absoluten Top-Ebene angekommen, was da vor allem auch in der Realität passiert. Da gibt es auch welche mit doppelt so viel Leistung. Aber ja, für unsere Verhältnisse würde ich sagen, ist es schon mal ein guter Powerbuild. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, an alle, die sich das gewünscht haben. Ich hoffe, ich wurde eurem Wunsch ein wenig gerecht. Und an alle anderen, die vielleicht noch einen Wunsch ausstehen haben, haben trotzdem viel Spaß mit der heutigen Folge gehabt. Und wie gesagt, wenn du einen Autowunsch hast, gerne, gerne das Formular auschecken. Findest du alles in der Videobeschreibung. Ich bin raus an dieser Stelle. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Wie gesagt, schau gerne nachher beim Livestream vorbei. Würde ich mich freuen. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge hier aus Forza Horizon 5. Macht's gut, bis dann. Ciao!